Herr Sie leiten den Krisenstab, der seit Donnerstag die Evakuierung hier in Paderborn vorbereitet. Wir sind auf der Zielgeraden. Wie gucken Sie nach vorne? Äußerst positiv, weil ich mitgekriegt habe, wie wir hier alle an einem Strang ziehen. Und das kann nur gut gehen. Wie viele Institutionen oder Leute musste man denn unter einen Hut bringen? Wer ist hier alles beteiligt? Also wichtigerweise natürlich die Organisationen, die mit Rettungsdienst zu tun haben, über die Feuerwehr, auch die privaten Hilfsdienste, die Polizei, ganz wichtig für die Absperreinrichtung, selbstverständlich diverse Ämter der Stadtverwaltung Paderborn, die logistisch mit tätig sind. Ganz wichtig, ohne die geht es gar nicht, der Kampfmittelräumdienst natürlich und die Kontakte zu unserem Kreiskrisenstab, der ja auch einberufen wurde. Selbstverständlich dann in der Folge auch noch ganz viele, die in Zusammenhang mit den Sammelstellen stehen, besonders Bendler Arena, der SC Paderborn, Sportzentrum Maßbahnplatz und natürlich die Aktionen der Schützen auf dem Schützenplatz. Mehr als 26.000 Menschen sollen am Sonntag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Was sollten die mitnehmen? Sie sollten Ihre Personaldokumente mit sich führen. Wer denn Wertsachen hat, die transportiert werden können, sollte sie vielleicht auch mitnehmen. Ganz wichtig sind natürlich Medikamente, wer medikamentenpflichtig ist. Ganz wichtig sind auch für Kleinkinder Babynahrung, ähnliches. Und der eine oder andere sollte vielleicht auch sein Haustier nicht vergessen. Jetzt macht sich der ein oder andere vielleicht auch Sorgen um sein Haus, wenn er sagt, der ganze Bezirk ist leer. Das ist das ideale Gebiet für Einbrecher und Plünderer. Aber auch da ist vorgesorgt. Ja, wir versuchen natürlich alles, dass sowas eben nicht passiert. Und da hat die Polizei durchaus mit ganz starken Kräften die Option, bis zum tatsächlichen Beginn der Entschärfung, den ich natürlich jetzt auch nicht verrate, umfangreich präsent im Evakuierungsbereich zu sein. Von daher sicherlich auch den einen oder anderen bösen Jungen erwischt. Zum Zweiten werden wir auch direkt nach der Entschärfung erst mit Kräften rein ins Gebiet wieder fahren. Also da darf sich keiner sicher sein, dass da überhaupt keiner ist, sondern wir werden unsere Augen und Ohren überall haben. Zusätzliche Maßnahmen der Polizei sind auch noch in der Überlegung, bis hin zum Hubschrauber. Also auch aus dieser Sicht versuchen wir eigentlich alles zu tun, damit es nicht zu Problemfällen kommt. Jetzt ist jede Bombe anders, haben uns die Entschärfer gesagt. Man kann nicht voraussehen, wie das Ganze läuft. Für den Fall, dass man die Bombe am Sonntag nicht entschärft bekommt, bedeutet das für die evakuierten Menschen, dass sie die Nacht woanders verbringen müssen? Das bedeutet jetzt eigentlich nichts. Zunächst einmal ist so ein Fall noch nicht vorgekommen, insbesondere bei diesem Bombentyp nicht. Und der Kampfmittelräumdienst versichert ja auch, dass die Nummer erledigt wird, dass es allenfalls mal ein bisschen länger dauert. Sollte wirklich eine absolute Notwendigkeit bestehen, dann müsste man so eine Entschärfungsaktion natürlich auch unterbrechen. Dann müssen gegebenenfalls auch die ganzen Auflagen, die wir mit der Evakuierung getätigt haben, zurückgefahren werden. Und man wird in den Folgetagen sehen müssen, wie man diese Bombe dann, wenn es diese Probleme geben sollte, wirklich nochmal neu bearbeitet. Jetzt wollen wir nicht spitz auf Knopf rechnen, aber gibt es ein Zeitfenster, von dem Sie ausgehen, dann sind wir mit allem durch, dann können die Menschen zurück? Ja, da dürfen Sie mich nur nicht drauf festnageln, weil ich weiß es nun wirklich nicht, ob die Zünder wirklich so gut rausgehen, wie wir alle hoffen. Ich kann Ihnen auch im Moment noch nicht ganz genau sagen, wann fangen wir denn an. Da hängt viel davon ab, wie schnell, wie umfangreich werden unsere Bürger den Evakuierungsbereich verlassen. Haben wir noch Probleme damit, dass noch Leute drin sind? Aber ich glaube doch schon, dass wir am späten Nachmittag alles wieder zurückführen können. Dann dürfen die Leute aber noch nicht zurück, sondern das wird dann noch einen Moment dauern, weil sie ja die Bombe verladen müssen und abtransportieren. Wenn wir entschärft haben, wird es einen Moment noch dauern. Sicherlich, die Bombe muss sicher sein, das heißt auf dem LKW verzurrt liegen. Dann wird die Evakuierung zurückgenommen. Dieser Zeitpunkt ist abhängig von dem Zeitpunkt, wann wir soweit sind. Ob das um 15, 16 oder 17 Uhr ist, kann ich noch nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass wir bis zum späten Nachmittag 17 Uhr wäre vielleicht auch so eine dolle Zahl, bis dahin auf jeden Fall die Sache erledigt haben. Vielen Dank und viel Erfolg für Sonntag. Dankeschön.